damals Urlaub in Berlin. Jeder Boden. Hier wohnen die. Und da fühlen die sich dann zu Hause an. Ich meine, ich könnte mir jetzt was Besseres vorstellen, als hier zu wohnen. Ja. Okay. Kann sich ja jeder selber aussuchen, wo er wohnt. Hey, mitunter, mitunter. Manche können sich nicht aussuchen, wo sie wohnen. Und dann ist alles scheiße. Aber hier kann man ja aussuchen, wo man wohnt. Das ist halt Berlin. Und das mag ich ja so, dass man sich so aussuchen kann, wo man wohnt. Verstehst du? Ja. Du kannst verreisen, wohin du willst. So ein Berliner ist ja so ein weltoffener Bürger. Ja, weil das ja so ist. Weil wir ja auch die Mauer kaputt geschlagen haben, hier können wir auch überall hinfahren. Und keiner quatscht uns plötzlich voll. Wer ist verbindlich? Ich lande auf dem scheiß roten Platz, aber mit 234. Na gut, das ist schon ein bisschen Vergangenheit an der Stelle. 234 war ja 1984, die ich da hingeflogen bin, noch auf dem roten Platz. Ne? Aber legal. Nicht wie der Russ hier mit so einem Chetner oder wie die Dinger da heißen. Ich bin normal. Weil was an der Normalität auch wieder unnormal ist, dass ein Jahr später ist dasselbe Flugzeug mit den ganzen Schulklassen abgestürzt. Was ist abgestürzt? Es ist im Urlaub gar nicht von Schönefeld weggekommen. Ist da auf dem Flughafen beim Start, quasi in der Startphase. Abgestürzt. Scheiße. Alle Kinder sind tot, Alter. Ich sag mal, renn hier runter.